Ein Sechstel, während Europa verzweifelt nach Panzern sucht, sind 96 Teile in der Ostschweiz nicht genutzt. Daniel Balmer, Redaktor Politik, auf keinen Fall. Mit Händen und Füßen verteidigt sich die Firma der gepanzerten Truppen gegen einen Verkauf von Schweizer Leopardenpanzern. Im Parlament rollen Sicherheitspolitiker die Idee, zumindest einen Teil der Tankflotte zu verkaufen. Schließlich sind 96 Leopard 2 Tanks seit Jahren in einer Halle im Osten der Schweiz nicht genutzt. Teil davon könnte an Staaten wie Deutschland oder Polen weitergegeben werden, in ihrem Arsenal geschaffen. Wir haben heute noch nicht genug Fahrzeuge, aber die Beamten wollen nichts darüber wissen. Der OG Panzer beschuldigt die Parlamentarier, Desorientierung und eine Mentalität des cherischen Hotz. Ein Verkauf von Panzern sollte entschieden werden, reaktiviert werden und zum neuesten Stand der Technik gebracht werden. Wir haben heute nicht genug Fahrzeuge für alle Truppen, klärt der Präsident Erich Muff. Nicht genug für einen Notfall. Wir können die Anordnung der nationalen Verteidigung im Notfall nicht wahrnehmen. Unsere Sicherheitspolitiker sollten es besser wissen, Muff berechnet. Für die nationale Verteidigung sind insgesamt mindestens 3 mechanisierte gepanzerte Brigaden erforderlich, mit Reserven, die weit über 300 Leopardenpanzer wären. Sind derzeit 134 Tanks verwendet. Fahrzeuge einstellen. Insgesamt 230 Teile. Wir haben also bereits zu wenig Panzer. Unsere Sicherheitspolitiker sollten das besser wissen, sagt Muff. Die erforderlichen Panzer wurden nur unter dem vorherrschenden Spardruck gemucht. Die Schweizer Armee ist erst nach dem Budget entworfen. Als neutrales Land muss sich die Schweiz in der Lage sein, sich zu verteidigen. Jetzt ist es Zeit, das militärische Mittel auf tatsächliche Drohungen auszurichten. OG-Präsident Muff ist überzeugt, wenn der Krieg in der Ukraine einen unverdient ist, ist es das nur. Nur auf ihrem eigene Kräfte können verlassen werden. Wir brauchen sie einfach nicht. Die AARGAU-FDP-Nationalrat Maja Rinneker und ihre Kollegen von Center Links sind ganz anders. Sie möchten unbenutzte Panzer in Länder wie Deutschland weitergeben. In einem ersten Versuch versagte Rinneker jedoch immer noch in der Sicherheitspolitikkommission mit ihrem Vorschlag, die Panzer für den symbolischen Preis eines Frankens zu übergeben. Da die Ukraine sich weiterhin verteidigen kann, liegt auch im Interesse der Schweiz, betont sie. Rinneker erwartet, dass die Schweizer Armee eines Tages einige der fast 100 Panzer benutzt. Aber in diesem Fall gab es auch immer noch genug Leos, die die Schweiz hervorheben konnten. Wir brauchen es einfach nicht, sagte Politiker. Der ausgelöst wurde ein Sturm Empörung in den Offizieren. FDP-Gefährdung der Sicherheit der Schweiz. Dies wird von der SVP nicht gut aufgenommen. Die Schweiz hätte im Falle eines Krieges oder einer Krise ein Problem. Als neutraler Staat muss sich die Schweiz in der Lage sein, sich zu verteidigen. Darüber hinaus würden schwere Waffen wie Panzer kaum erhalten, insbesondere im Falle einer Krise. Und die Nachfrage wäre zu groß. Tünner ist sicher. Mit dem Verkäufer unserer Panzer gefährdet die FDP-Rinisten und ihre Verbündeten die Sicherheit der Schweiz. Anführungszeichen.